Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Nach nochmal einem frühlingshaften Samstag kommt dann am Sonntag der Wetterumschwung. Ja, es wird deutlich unbeständiger mit vielen Wolken, Regen, Schnee, Wind und einem deutlichen Temperatursturz. Wir schauen auf die Karten, wir schauen auf den Sonntagvormittag. Da ist es so, dass in den Norden Deutschlands schon eine Front reingezogen ist. Die bringt Regen, teilweise auch Schneeregen oder Schnee, speziell so Richtung Mecklenburg-Vorpommern, östliches und südliches Niedersachsen. Da kann es durchaus auch bis in tiefere Lagen mal Schneeregen oder Schnee geben. In Richtung Osten, Berlin-Brandenburg, wahrscheinlich vorwiegend eher Regen. Das gleiche gilt auch für die westlichen Landesteile Richtung Emsland und Münsterland. Auch dort fällt eher Regen. Beziehungsweise da ist es auch mal für einige Zeit am Sonntagvormittag trocken. Ganz im Norden an den Küsten, da gibt es schon mal wieder ein paar Auflockerungen im Vormittagsverlauf. Tja, und dieses Niederschlagsgebiet kommt im Vormittagsverlauf in etwa bis an den Nordrand der Mittelgebirge voran. In Süddeutschland, da bleibt es zunächst mal trocken. Hier und da gibt es noch mal ein paar Auflockerungen, aber auch hier sind insgesamt natürlich auch schon deutlich mehr Wolken unterwegs als in den letzten Tagen. Dazu weht ein kräftiger Nord- bis Nordostwind mit stürmischen Böen in Norddeutschland. An den Küsten sind auch einzelne Sturmböen möglich. Zum Sonntagnachmittag kommt das Ganze dann noch ein bisschen weiter in Richtung Süden voran. Dann weiterhin so südliches Niedersachsen, Sauerland, Nordhessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen bis Sachsen. Da liegt dann der Schwerpunkt dieses Niederschlagsgebietes. Da fällt Regen in den tiefsten Lagen. Aber so oberhalb 300-400 Meter kann da dann schon häufiger mal Schnee oder Schneeregen dabei sein. Insbesondere dann in den Hochlagen der Mittelgebirge durchaus auch ein paar Zentimeter Neuschnee. Im Norden des Landes, da ist das Ganze schon durch, an den Küsten und dann auch ein bisschen weiter ins Landesinnere setzt sich dann sehr sonniges Wetter durch. In Süddeutschland, auch da hat sich schon vielfach zugezogen, es kann hier und da ein bisschen tröpfeln. Schneefallgrenze erstmal noch in Süddeutschland relativ hoch, meist sogar oberhalb 900 Meter und ein paar Aufhellungen sind hier und da nochmal dabei. Da wird es auch nochmal ein bisschen wärmer als in den übrigen Landesteilen bleiben. 11 Grad, da hält sich noch ein bisschen wärmere Luft in Niederbayern. Ansonsten doch ein deutlicher Temperaturrückgang, meist nur noch Werte morgen Nachmittag von 3 bis 8 Grad. Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag kommt dann dieses Niederschlagsgebiet endgültig dann auch in Süddeutschland an. Der Regen geht relativ schnell in Schnee über. Die Schneefallgrenze sinkt dann am Abend und in der Nacht auf unter 700 Meter an den Alpen, schneit dann auch nach und nach bis in die Täler und das Ganze dann auch bis weit in den Montag hinein. Entsprechend muss man auch nochmal mit winterlichen Verhältnissen dort rechnen, denn wenn wir auf die Schneehöhenkarte gucken, ich habe euch die mal mitgebracht, verlinke euch das Ganze hier auch nochmal, dann könnt ihr mal gucken, was die anderen Modelle so machen. Hier sehen wir in den Mittelgebirgen durchaus nochmal ein paar Zentimeter Neuschnee möglich, auch an den Alpen und im Alpenvorland durchaus hier und da 2 bis 5 Zentimeter Neuschnee, in den Hochlagen der Alpen durchaus auch deutlich mehr. Tja, und dann schneit es halt am Montag noch längere Zeit im Stau der Alpen weiter, lässt so im Nachmittagsverlauf nach. Ansonsten nach frostiger, kalter Nacht, also empfindliche Pflanzen sollte man weiterhin schützen, gibt es, abgesehen vom Alpenrand in Süddeutschland, einen relativ freundlichen Tag. Das Ganze reicht mit Sonnenschein so bis nach Rheinland-Pfalz, Sachsen. Da bleibt es auch weitgehend trocken bei längeren sonnigen Abschnitten. Ansonsten kommen von den Küsten her dann schon wieder ein paar Schauer auf, die sich ins Landesinnere ausbreiten werden im Verlauf des Tages. Nach Westen eher der Regen, der fällt, in Richtung Osten ist dann auch häufiger mal Schneeregen oder Schnee dabei, bei Höchstwerten von 0 bis 8 Grad. In der Nacht zum Dienstag frostig, eisig kalt, vor allen Dingen an den Alpentälern, über Schnee, wenn es dort aufklart, strenger Frost von unter minus 10 Grad möglich, aber auch in den übrigen Landesteilen meist frostig. Am Dienstag selber dann Wetterberuhigung auch an den Alpen. Es gibt einen freundlichen und trockenen Mix von Sonne und Wolken bei ähnlichen Temperaturen. Das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis morgen. Ciao.